Freunde, wir haben ein besonderes, schönes Lost Place heute für euch. Ich muss mal kurz was machen. So, und zwar gibt es heute ein Hotel. Und in diesem Hotel gibt es auch einen Pool. Und in diesem Pool stehen wir gerade drin. Wir haben das Fenster so erwartet. Seht ihr mich eigentlich? Jetzt ist besser. Ja, und was uns hier noch erwartet, das seht ihr, wenn ihr dran bleibt. Wir wünschen euch viel Spaß. Bis gleich. Ja, wie gesagt, wir starten im Pool. Unser Freund Anthony ist wieder dabei. Und hier haben wir diese, oh, ich bin total außer Atem, diese wunderschöne Poolmalerei. Und wir schauen uns jetzt mal das Hotel an. Hier haben wir den typischen Haartrockner. Ich will jetzt nicht gucken, ob Strom an ist, weil wenn das Ding hier losgeht, geht es richtig los. Jetzt haben wir hier noch die Toiletten oder Duschen. Duschen sind das eher. Nee, das ist. Wir können immer nur sitzen. Was ist denn das? Ach, das wird eine Umkleidekabine sein. Jetzt geht es ja weiter. Ich lasse die Jungs ein bisschen machen. Und wir schauen uns alles an. Hier ist die Abstellkammer von dem Hotel. Also eine von denen, würde ich sagen. Und jetzt weiter. Hier ist wieder Teppich. Man merkt wieder, dass man schön ruhig laufen kann. Schöne Räume, schöne Schränke. Ich mag ja alte Schränke. So, Freunde, das ist der Aufenthaltsraum von dem Hotel. Und das ist ja mal richtig faszinierend. Guckt euch das mal an. Das ist ja der Wahnsinn. Hier sind noch Reservierungskärtchen drauf. Drüben ist noch ein Nebengebäude. Also Leute, guckt euch das an hier. Das steht alles noch da, wie es steht. Das ist schon der Wahnsinn, wie das hier aussieht mit den Gardinen. Das ist aber auch cool hier, dieser Eckschrank. Das ist der Hammer. Hier liegt auch noch eine Videokassette. Könnt ihr mal gucken, was da drauf steht. Braveheart. Das ist der Film Braveheart. Na klasse. Christian. Hier riecht man auch schon den Schimmel. Beziehungsweise kam hier Nässe rein. Man riecht es richtig. Wir werden nachher auch mal schauen, ob wir einen Keller finden. Sowieso immer. Ein Ostbar Wasserprüfsatz. Hier ist echt null Vandalismus. Gut, die Türen wurden aufgebrochen. Damit es ja immer weitergeht, aber ob da hier noch ein Klo dahinter ist, wir wissen es nicht. Nee, ist irgendwas anders. Das ist der nächste Raum. Wow, die Schränke sind da. Ach, hier cool, was ist denn das? Ist das ein Mini-Billardtisch? Sieht auf jeden Fall so aus. Kann man das ausziehen oder ist das nur die Platte? Das ist nur die Platte. Hier geht es wieder zum Klo, oder? Ach, hier ist eine Küche, cool. Eine kleine Küche. Mit einer Kühlschrank. Jetzt gehen wir in den Keller. Schauen wir uns da mal ein bisschen um. Wow, ist da groß. Und verdammt kühl. Da denkt man, hier ist nichts, gell? Man geht um die Ecke und man findet noch verschiedene Biergläser und leider leere Flaschen. Die ist noch voll. Die ist noch voll hier. Dieser Sekt. Kann man da erkennen, welches Jahr der hat? Diabetiker-Sekt. Das ist Diabetiker-Sekt, ich gehe kaputt. Das ist 1980. Ja. Hier stehen auch noch volle Flaschen Bier rum. Zerfetzt sind alles da. Wahnsinn. Wahnsinn. Das ist ja noch alles voll hier. Also wir könnten uns oben. Hier sind noch Schallplatten. Wir könnten hier oben einziehen. Ja. Wäsche ist da. Wäsche
geil. Anthony hat eben schon gesagt, hier sind ganz viele Teller und Tassen und was man alles so braucht. Das ist ja auch nicht schlecht hier. So, ich muss jetzt doch mal das Licht anmachen, das seht ihr nämlich hier gar nichts im Keller. So, jetzt seht ihr ein bisschen besser. Ich mach die mal aus hier. Da ist es mal ein bisschen besser ausgeleuchtet. Also hier sind noch Teller und alles mögliche, was hier rumsteht. Fleischteller, normale Teller. Teller, Teller, Teller. Wie oft hat er jetzt Teller gesagt? Prospekte. Hier ist noch die Werkstatt. Die haben wir so noch nicht gesehen. Ich glaube, die Jungs wollen auch schon wieder hoch, aber nein, ich werde mir das angucken. Tausende Schrauben. Akku für noch mal. Akkubohrmaschine. Wow. Guck dich das an. So gemacht. Als ob man hier gleich einziehen könnte. Die Schildecke. Die ganze Fußabdrücke hier drin. Also es waren definitiv schon ein paar Leute hier drin. Das, wenn das noch richtig alt und modrig riecht. Na, so ist es gerade hier. Die Fliesen sind warm. Seht ihr das? Ich wurde gerade Fettsack genannt. Nur weil der Boden mal kurz nachgegeben hat. Und ich sagte, lass uns nicht die zweite Tour laufen. Sagt der Anthony zu mir Fettsack? Gerade der sagt zu mir Fettsack. Das darf ja aber nicht wahr sein. Aber hier ist ein Raum. Überwältigend war es der andere hier. Ja. Das ist schon der Wahnsinn hier, guck mal. Und wieder ein Spiegel. Yes. Ja. Du wirst langsam betriebsblind. Ich werde nicht betriebsblind. Ich habe schon ganz, ganz viele schöne Fotos gemacht. Ja, aber du musst auch mal, du lässt durch und schwitzt und mach mal Bilder. Das ist das Problem, wenn man betriebsblind wird. Hier ist wieder ein Zimmer. Auch das geht ums Eck rum. Ziemlich groß finde ich auch. Da gibt es immer diese Ecke, diese Chillplätze hier zum Entspannen. Man könnte eigentlich denken, wenn es bezogen wäre, man kommt einfach her und man könnte hier einchecken. So, wir haben auch unsere, wir schütteln mit dem Kopf Zimmer gefunden. Guckt euch das an. Wie kann man nur so dumm sein? Schaut euch das an. Der ganze Raum ist mit irgendwelchen Bettfedern zerstört. Also entweder haben sie hier einfach nur Langeweile gehabt, weil sie irgendwie tolle Bilder machen wollten, wie einer das hochwirft oder was weiß ich, oder einfach nur eine Macke. Ich tendiere zu der zweiteren Version, dass sie einfach nur eine Meise haben, die Leute. Aber jetzt haben wir uns auch mal darüber unterhalten. Wahnsinn, du könntest wirklich denken, du kannst sie einchecken. Dass du hochgehst und zack und dann suchst du sie halt oder kriegst du ein Zimmer zugewiesen. So Freunde, wir haben jetzt gedacht, das wäre jetzt eigentlich schon vorbei. Aber hier geht nochmal so eine kleine Zwischenetage lang. Und da schauen wir uns auch mal an. Da gibt es auch so komische Zimmer. Was ist das für ein komisches Zimmer? Ja. Das war vielleicht angestellt, die sind auch ganz komisch verpackt. Also meinst du die Angestelltenräume? Das kann natürlich sein. Aber ich vermute, weil hier kannst du dagegen hast du noch hin. Nee. Der Kalender ist von 1998. Mhm. Die Rollen aber hier. Die war auf jeden Fall Fußballfan. Franzi, Junge. Franzi von Almseck. Da war so ein Ring und knackig. Heute ist nur noch und. So Leute, wir sind jetzt in der letzten Etage. Und deshalb wird es auch immer wärmer hier drin, finde ich. Gehen wir mal hier rein. Ja, hier ist halt jedes Zimmer noch eingeräumt. Jede Etage hat immer noch ein Geheimnis oder. Das sieht mehr nach Mitarbeiter aus hier. Weil. Das Bett und dann gleich hier so ein Waschbecken. Toiletten sind hier.
Leute, ich habe jetzt mein Lieblingszimmer gefunden. Allein die Gardine macht so ein geiles Licht. Das sieht einfach nur absolut hammer verschärft aus. Guckt euch das an. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. So, Freunde, eigentlich ist ja jeder Raum geil. Und da ich jetzt schon wieder den nächsten gefunden habe, der mir total gefällt, weil dieses Lichtspiel von den Gardinen so geil ist und allein schon die Tapete und der Stuhl, das passt alles so perfekt zusammen, finde ich absolut mega klasse. So, zu guter Letzt gehen wir auf den Dachboden. Schauen wir mal, was es da gibt. Meistens sind sie leer, weil wir hatten schon Dachboden, die sind komplett voll gewesen. Hier steht noch so eine alte Badewanne noch. So eine kleine Sitzbadewanne ist das. Genau, Ersatzbetten. Immer auf Dachboden finden wir Kinderspielzeug. Warum? Ich verstehe das nicht. Weil jetzt haben wir wieder einen Raum, das haben wir schon bei öfters im Lost Place gehabt. Immer irgendwo Kinderspielzeug auf Dachboden. Da, alles voll. Hier ist noch eine alte Kiste, die wir natürlich mal aufmachen. Da ist Bettwäsche drin. So, wir haben jetzt eine Zeitung gefunden, die ist von 1983. Und zwar vom 23. und 24. Juli 83. Aber ich muss sagen, auf dem neuesten Stand ist die Küche aber auch nicht gewesen, gell? Nee. Weil das ist eher so sehr, sehr alt. Hier ist noch ein alter Fleischwolf. Stehen echt noch Peperonis rum. Krass. Na, wer kennt ihn nicht aus der DDR, den guten Mixer? Mhm. Hat was. Hier ist ein Radiowecker. Und ein Fleischschneider. Ein Fleischscheibenschneider. Und die Jungs sind schon wieder weg. Keine Ahnung, wo die schon wieder hin sind. So, Freunde, wir sind jetzt alle drei drauf. Ja, wir sind alle drei drauf. Das war unsere Version von dem Hotel, wo wir gerade waren. Der absolute Wahnsinn, die Betten gemacht. Die Reservierungsschildchen sind hier auf dem Tisch. Es war überwältigend schön. Also ich fand es richtig geil. Es war ein schönes Hotel. Und wenig Vandalismus. Man kann nicht sagen, gar keine, aber wenig. Und ja, interessante Eindrücke. Sagt er. Sagt er. Wir haben heute eine kleine Tour vor und wir werden jetzt auch gleich weiterfahren. Und was da später kommt, das seht ihr sowieso. Lasst gerne ein Abo da. Aktiviert kostenlos die Glocke, da verpasst ihr kein weiteres Video mehr. Und wir freuen uns, dass ihr so zahlreich unsere Videos guckt und auch so zahlreich die Kommentare schreibt und dass das alles so wunderbar ist. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, ciao.